Hallo Leute und willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe heute, wie ihr wahrscheinlich schon in der Überschrift und im Thumbnail gelesen habt, meinen sehr, sehr, sehr optimistischen Lesestapel, also meine Leseliste für den Monat Oktober. Warum ist es so viel geworden? Ich habe jetzt nämlich 2, 4, 6, 8, 10, 12 Bücher. Das liegt einfach daran, dass nächsten Monat die Frankfurter Buchmesse ist, wofür ich gerne einiges lesen würde. Dann kommt ein Film raus. Und dann habe ich auch noch ein paar Rezi-Exemplare und Bücher angefangen. Und oh, ich habe noch 2 vergessen, also 14. Ja. Andere Bücher würde ich gerne einfach auch so lesen. Ja, so kam das jetzt hier zustande. Naja, mal gespannt, wie viel ich lese. Im August habe ich ja immerhin 10 Bücher geschafft. Es wäre schön, den Rekord zu brechen diesen Monat, dieses Jahr. Also nächsten Monat wäre es schön, den Rekord für dieses Jahr zu brechen. So, jetzt macht das alles Sinn. Und ja, außerdem ist ja auch bald Halloween und der Oktober ist eh mein Lieblingsmonat, weil ich auch Geburtstag habe. Das habe ich jetzt, glaube ich, fast in jedem Video gesagt. Deshalb, ja, möchte ich auch ein paar creepy Bücher lesen und freue mich einfach so auf den Herbst. Es ist einfach unglaublich. Ja, endlich mein Monat. Ja, okay. Zu viel gelabert. Ich fange jetzt an, am besten auch schon mal direkt mit den Rezensionsexemplaren, also mit den Büchern, die ich quasi lesen muss. Zum einen wäre das 1000 Meilen über das Meer von Annabel Werber, Die Flucht des Karim Dieb. Hier geht es ja um die Geschichte eines Flüchtlings, wie er eben, ja, flüchtet nach Deutschland ganz am Ende. Und das interessiert mich sehr. Ich habe das ja in meinem, ja, vorletzten Neuzugänge-Video auch schon kurz gezeigt. Ja, und jetzt möchte ich es diesen Monat unbedingt lesen. Außerdem, im gleichen Video auch schon erwähnt, habe ich von Susanne Gerdom Haus der 1000 Spiegel aus dem CBT Verlag auch zugeschickt bekommen. Hier habe ich schon das erste Kapitel reingelesen. Hat mir bisher sehr gut gefallen vom Schreibstil her, aber wie gesagt, es war nur das erste Kapitel. Und ja, da werde ich auf jeden Fall fleißig weiterlesen. Das dritte Rezensionsexemplar ist dann auch noch Der Vintage Guide für einsame Herzen von Kirsty Greenwood. Dieses Buch ist eigentlich nie bei mir angekommen. Also ich hatte das auch angefragt, was dann auch zugesagt wurde, ist aber nie angekommen. Deswegen habe ich es mir selbst komplett neu gekauft, aber ich sehe es jetzt quasi als Rezensionsexemplar an, da der Verlag, also in dem Bloggerportal, trotzdem auf meine Rezension wartet, komischerweise, obwohl ich dort auch schon hinkommuniziert habe, aber ja, scheinbar ist da irgendwas daneben gegangen in der Kommunikation. Egal. Ja, das habe ich ja auch im Neuzugänge-Video letztens schon vorgestellt. Hier geht es eben um eine Frau, die mehr oder weniger alles verliert, Job und Wohnung, und dann geht sie zu ihrer Oma, genau, zur Großmutter, und liest dort eben einen Frauenratgeber der 50er Jahre und versucht sich daran zu halten und wahrscheinlich ihr Glück so wiederzufinden. Also es hört sich sehr Chick-Lit-mäßig an, was eigentlich eher in den Sommer gepasst hätte, aber ich lese es jetzt eben dann. Ja, es ist auch das einzige Buch, das so ein bisschen aus dieser Halloween-Oktober, ja, Herbstreihe so ein bisschen rausfällt. Das waren jetzt die Rezensionsexemplare und jetzt kommen die Bücher, die ich so auch wirklich gerne lesen würde. Ich muss halt einfach schauen, wie viel ich dann schaffe. Ihr wisst, meine Leselisten sind eigentlich immer zu groß. Das war jetzt ja auch bei der Riesen-XXL-Liste für den Sommer auch so. Da kommt dann auch demnächst noch ein Update, wie viel ich geschafft habe. Aber dann eben erst nach meinem Lesemonat. Und ja, dieses Buch hier, das ich euch jetzt zeige, soll ja verfilmt werden. Die Insel der besonderen Kinder von Ransom Riggs. Also es kommt, soweit ich weiß, am 4., 5. oder 6. Oktober in die Kinos. Ja, sowas irgendwie. Ich kann es euch gerne aber auch einblenden, weil es kann sein, dass ich jetzt komplett falsch liege. Aber das soll ja auch so ein bisschen mysteriös, düster sein. Mystisch und düster habe ich jetzt gerade zusammengefügt, das Wort. und halt auch, ja,
um Kinder mit besonderen Fähigkeiten gehen, die eben auf einer Insel leben und über ihre Geschichte erzählen. Und das habe ich schon ganz lange als besonders interessant sich anhörend empfunden, aber nie gelesen. Das liegt jetzt auch schon bestimmt ein Jahr auf meinem Sub. Und jetzt möchte ich es eben unbedingt lesen, da ich auch ganz gerne in den Film gehen würde. Richtig in die Halloween-Schiene, was ich mir auch wirklich gerne für den 31. Oktober aufheben würde, aber ich weiß nicht, ob ich es an einem Tag gelesen bekomme, ist Carrie von Stephen King. Das war ja erst in meinem Rebuy-Unpacking mit dabei, das Buch. Es ist sein Erstlingswerk und für mich auch wirklich der allererste King. Aber er ist nicht dick, wie sonst fast alle King-Bücher. Ja, aber ich habe Gutes über das Buch gehört und denke, es passt einfach perfekt rein zu Halloween. Da Sebastian Fitzek, einer meiner Lieblingsautoren, ja auch wieder dieses Jahr auf die Frankfurter Buchmesse kommt und ich das erste Mal auch gehe, wozu ich auch noch ein Infovideo machen werde, ein ganz kurzes, möchte ich auch unbedingt noch was von Sebastian Fitzek lesen. Und eigentlich wollte ich gerne das Joshua-Profil lesen. Müsste jetzt eigentlich auch noch irgendwo auf diese Liste, aber ich glaube, dafür habe ich dann wirklich keinen Platz mehr. Schauen wir mal, wie es am Ende aussehen wird. Jedenfalls habe ich mir jetzt erstmal Max Rode Die Blutschule ausgesucht. Das ist ja auch so ein Thriller, der eher in die Horrorschiene passt und ist eben, ja, Sebastian Fitzek, der als Max Rode schreibt, war so eine, ja, Art Werbegag für sein neues Buch damals eben. Das Joshua-Profil, jetzt kommt ja im Oktober auch wieder ein neues von ihm raus, was wieder Psychothriller sein wird. Und da bin ich richtig gespannt drauf. Ja, und da das hier nicht so dick ist und mich sehr anspricht, dachte ich, ich mache das jetzt einfach mal mit auf die Liste, wo wir schon beim fünften Buch sind, das ich eigentlich wirklich lesen muss. Drei Bücher, die sich noch auf meinem Currently Reading Stapel befinden, habe ich jetzt auch hier dazu gemacht. Eines lese ich parallel als also höre ich als Hörbuch. Das lese ich auch ab und an mal. Und zwar ist das Sturz der Titanen von Ken Follett, da ich es eben jetzt gerade mitlese und so. Ich bin jetzt aber auch erst auf Seite 248, auch mit dem Hörbuch jetzt parallel. Also ich blätter dann immer mit, nachdem ich es gehört habe. Auch wenn ich es jetzt unterwegs gehört habe und so, schaue ich immer, dass ich auch mit der Seitenanzahl und allem mit auf bin, damit ich selbst eben, wenn ich zu Hause bin, auch weiterlesen kann in diesem massiven Buch. Aber es gefällt mir einfach unglaublich gut. Es ist eine richtig tolle Geschichte. Man merkt, dass sich Ken Follett ja, mit den historischen Eckdaten, mit genau was passiert ist und dass er seine fiktiven Charaktere so anpasst, dass sie auch in die Geschichte hineinpassen, in das, was wirklich passiert ist. Dass er das alles so gut recherchiert hat. Also ich bin einfach nur begeistert. Es ist auch eine Liebesgeschichte drin. Eine, ja, also es sind keine Liebesgeschichten, die schnulzig sind, aber es passiert den Personen dann eben auch was sehr Trauriges teilweise. Und man leidet halt mit den ganzen Protagonisten. Hier hat man ja mehrere Personen. Und generell, wie sich das dann alles zuspitzt in den Ersten Weltkrieg, ich finde es einfach unglaublich spannend und toll. Und ja, ich möchte es eigentlich auch unbedingt noch beenden dann im Oktober. Ich weiß halt aber nicht, ob ich diese 1000 Seiten dann noch zustande bekomme. Werden wir einfach mal sehen. Außerdem habe ich auch noch angefangen und ich werde es sicherlich nicht beenden bis Ende des Monats. Also wir haben heute den 30., wenn ich dieses Video filme. Das heißt, dieses Video kommt eigentlich dann auch im Oktober wirklich erst online. Ja, City of Bones von Cassandra Clare. Da bin ich jetzt auf Seite 82. Nicht wirklich weit gekommen. Ich habe es aber bisher auch eigentlich nur in der Bahn gelesen. Und finde Cassandra Clares Schreibstil sehr interessant. Ich bin noch nicht so ganz warm geworden mit der Protagonistin, finde aber generell diese Geschichte mit den Dämonen und Schattenjägern, glaube ich, heißt es dann auf Deutsch, finde ich sehr interessant und denke, dass es auf jeden Fall was für mich ist. Deswegen, vielleicht kriege ich es ja auch noch weitergelesen im Oktober. Und wenn ich es nicht beende, dann ist es eben so, dann beende ich es hoffentlich im November.
Außerdem angefangen und bisher noch nicht beendet habe ich Die Nachtsonne, Flucht ins Feuerland von Laura Newman. Das ist aber ein sehr, sehr schnelles Buch. Also ich finde, es hat, ja, im Englischen sagt man fast-paced. It's a fast-paced book. Aber ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie man das jetzt so catchy, so toll, so ins Deutsche übersetzen könnte. Also es hat halt eine schnelle Geschwindigkeit, aber das kann man ja nicht sagen, ein schnell geschwindiges Buch. Schwer irgendwie. Manchmal gibt es halt einfach bessere Wörter im Englischen. Ja, egal. Jedenfalls lässt sich es schnell weglesen. Ich habe einfach immer nur so ab und an mal ein bisschen auf dem Kindle gelesen, wenn mir langweilig war. Also beziehungsweise auf meinem Handy, sogar mit der Kindle-App. Und bin jetzt schon auf Seite 76, aber ich war einfach auch ziemlich begeistert davon, weshalb ich mir jetzt auch zwei Bücher von Laura Newman eben hier als Papieredition gekauft habe, deshalb auch dieses Buch. Und ja, ich will das auch unbedingt lesen im Oktober. Also das denke ich aber auch, dass ich es wirklich fertig bekomme. Und ich habe auch eine Signatur drin. Viel Spaß im Feuerland für Nora. Und Laura Newman hat sie mir geschrieben und ich finde es so toll. Ja. Im letzten Neuzugänge-Video habe ich euch dann auch noch jetzt werden sie mir fast aus der Hand gefallen, diese zwei Bücher aus der Bibliothek, also Bücherei, gezeigt, aus der Leihbücherei. Und die will ich eigentlich auch ganz gerne noch im Oktober lesen. Wenn nicht, dann verlängere ich sie eben, wenn sie nicht vorgemerkt sind. Ja, aber schauen wir mal, ob ich hierzu kommen werde. Einmal The Girls von Emma Klein und von Karen Winter, Wenn du mich tötest. Also das hier ist, glaube ich, einfach nur ein Roman und das hier ist ein Psychothriller. Ihr könnt gern, ja, vielleicht verlinke ich euch die Bücher alle unten in der Infobox. Ich habe da nicht immer Lust dazu, muss ich ehrlich gesagt sagen. Es ist ziemliche Arbeit und ich denke, eigentlich könnt ihr auf Amazon ja auch die Titel eingeben, wenn ihr mich pausiert und so. Naja. Aber ansonsten könnt ihr euch auch gerne einfach mein letztes Neuzugänge-Video ansehen. Da erzähle ich ganz, ganz kurz auch was über die Bücher. Es fällt mir halt aber ehrlich gesagt auch schwer, über Bücher was zu erzählen, wenn ich gar nicht wirklich weiß, um was es geht, weil ich sie ja noch nicht gelesen habe. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Ob ihr halt auch hauptsächlich denkt, okay, das hört sich jetzt vom Klappentext ganz gut an, oder ob ihr wirklich jetzt unbedingt auch noch Rezensionen oder sowas angucken möchtet. Keine Ahnung. Jetzt am Ende habe ich noch drei Bücher, die ich euch zeigen würde gerne zeigen würde. So war das besser grammatikalisch. Ja, und das sind drei Hardcover, die ich eigentlich auch unbedingt lesen will. Ihr merkt, es ist echt ein Dilemma. Ich habe einfach zu wenig Zeit und zu viele Bücher. Aber ich denke, so geht es jedem Bücher-Chunky und Bücherverrückten. Bitte sagt, dass es so ist. Gerade erst gekauft quasi habe ich mir Töchter des Mondes, Kate, der erste Band von Jessica Spotswood. Und ich finde dieses Cover so schön. Hier geht es um Hexen und ja, ich muss es unbedingt lesen. Es passt auch super gut in die Halloween-Zeit rein. Es ist nicht dick. Ich weiß gar nicht genau. Ich habe letztens, glaube ich, gar nicht nachgeschaut. Es hat, ja, um die 350 Seiten. Also das sollte man dann auch schnell gelesen bekommen. Soweit es so bleibt wie bisher, werde ich auch zwei Tage unter der Woche frei haben, wenn ich dann nicht arbeiten bin oder so. Von daher, vielleicht kann ich mich auch einfach mal ab und an hinsetzen und versuchen, ein Buch an diesem Tag oder an diesen zwei Tagen zu lesen. Schon sehr lange auf meinem Sub, ja, im Gegensatz zu dem letzten Buch, das ich euch jetzt gerade gezeigt habe, ist von Libba Bray, The Diviners. Aller Anfang ist böse aus dem DTV Verlag und ihr seht, es ist noch eingeschweißt. Macht ihr das auch so? Lasst ihr eure Bücher, die ihr noch nicht gelesen habt, aber komplett neu gekauft habt, auch noch eingeschweißt? Würde mich mal sehr interessieren. Ich mache das auf jeden Fall so, weil ich einfach denke, dem Buch kann da nichts passieren. Es ist sicher unter dieser Folie. Ich weiß es nicht. Es ist ein sehr fettes Buch. Also ich glaube, 1000 Seiten hat es nicht ganz, aber sowas um den Dreh. Und das spielt ja in den 20er Jahren in New York. Sieht man auch schon an dem tollen Design, was ich unglaublich toll finde. Ich liebe dieses
Art Deko-Design. Ja, aber es geht, glaube ich, auch so ein bisschen um Magie, aber auch um Mord und soll ein bisschen mystisch sein. Also ich habe bisher eigentlich hauptsächlich auch nur was aus dem amerikanischen Bereich hierzu gehört. Aber das waren dann auch immer nur positive Meinungen. Und der zweite Band ist, soweit ich weiß, auch schon im Deutschen erschienen, letztes Jahr oder so. Und deswegen, ich muss das jetzt lesen. Und als allerletztes Buch auf diesem Want-to-Read-Stapel ist dann noch Lockwood und Co. Der seufzende Schädel. Nein, die seufzende Wendeltreppe heißt es. Der erste Band. Hier geht es ja um Geister, oder? Ich habe letztens, als ich es ausgepackt hatte bei meinem Unpacking, ich glaube, das war auch mein Rebuy-Unpacking, hatte ich ja auch schon was Falsches über das Buch gesagt. Ich weiß gar nicht, da habe ich, glaube ich, gesagt, es geht um Piraten. Ja, es geht um Geister. Wow, ich habe es dieses Mal richtig gesagt. Ja, aber ehrlich gesagt möchte ich auch gar nicht wissen, um was es so ganz genau geht. Ich weiß nur, dass wir Lockwood und Co., glaube ich, sowas wie eine Art Geisterjäger-Team ist. Aber jetzt lehne ich mich wahrscheinlich auch wieder zu weit aus dem Fenster. Jedenfalls habe ich eigentlich auch nur Positives über dieses Buch gehört. Und das muss auch dran glauben. Es tut mir leid, ich muss eigentlich wirklich alle Bücher lesen. Jetzt habe ich mich vor mir selbst entschuldigt. Ja, das hat um die 400 Seiten. Ich bin mal gespannt, wie viel ich jetzt schaffen werde. Weil insgesamt, ich weiß gar nicht, wie viele Seiten das jetzt wären. Bestimmt 4000 oder so. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Sollte ich mal meine Want-to-Reads zusammenzählen und dann durch die Tage teilen, die ich habe, um zu sehen, wie viel ich am Tag lesen müsste, wäre das sinnvoll. Aber dann bin ich wahrscheinlich noch viel mehr deprimiert, weil ich es nicht hinbekomme schon pro Tag. Naja. Ich bin gespannt, wie viel ich schaffen werde. Ich hoffe, ihr seid es auch und wollt mich mitverfolgen. Falls ihr mich noch nicht abonniert habt, könnt ihr das gerne tun. Ich freue mich über jedes Abo. Dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Und ja, bis dahin, macht's gut. Tschüss.